Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Duell-Videos. Und zwar dieses Mal zu einer peinlichen Niederlage wahrscheinlich, weil wir spielen heute Crystal Beast. Aber ich dachte mir, eine kleine Fun-Runde ist mal wieder drin. Und ja, wir haben Support bekommen vor einer Weile. Wir haben nämlich beispielsweise sehr coole Fallenkarten oder auch das hier, Crystal Bond. Damit kann man sich Monster raussuchen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir eine neue Fusion bekommen, und zwar Rainbow Overdragon und noch so ein paar andere Sachen. Das Ganze wurde mir eingesendet von der guten Selina, die mir auch schon Predaplant eingesendet hatte für den Deckarchives-Kanal. Und ich habe dazu schon ein Profile hochgeladen vor einigen Tagen, deswegen schaut mal in die Beschreibung, da habe ich das Ganze verlinkt, wenn ihr das Deck nachbauen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, spielen wir heute einfach eine kleine Runde Crystal Beast just for fun und werden vermutlich aufs Maul bekommen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal hier den Pegasus, weil der ist gut, habe ich mir sagen lassen. Und dann machen wir Rubin Karfunkel da rein. Ja, wieso nicht? Wir haben gerade eh keine Karte, leider, um irgendwas aus der Spelltrap-Zone zu specialen. Dementsprechend ist das wohl gerade hier mein bester First-Turn, den ich machen kann. Was ein bisschen traurig ist für ein heutiges Deck, aber da kann man nichts machen, ne? Ist halt einfach outdated, ist halt sehr, sehr alt, das Thema. So, dann können wir das hier noch machen. Wie liest sich das jetzt nochmal? Once per turn, if a face-up Crystal Beast Monster you control is destroyed by Battle or Card Effect, you can special summon one Crystal Beast Monster from your deck, okay. You can send this face-up card from the field to the graveyard, then target one Crystal Beast card you control and one card on the field, return them to the hand. Okay. Das heißt, wir können die beiden auch auf die Hand zurückgeben, ne? Ich werde das jetzt mal in der Standby-Phase schon aktivieren, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit der Karte gemacht. Man kann die nämlich nicht aktivieren. Also man kann den Effekt nicht aktivieren, wenn sie gerade aufdeckt. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt was falsch mache, deswegen mache ich es so. Ist zwar nicht das beste Play, aber was soll's. Wir spielen gegen Yu-Gi-Oh! Player. Hört sich auf jeden Fall sehr professionell an, der Name. Was hast du denn so drauf? Was spielst du? Spielst du schon wieder Blue Eyes? Ich habe jetzt schon 1000 Mal heute gegen Blue Eyes gespielt. Warum zur Hölle? Warum ist das immer noch so krass im Hype? Ich meine, es ist lächerlich. Aber wahrscheinlich wegen halt Danger Blue Eyes, ne? Ich habe eben gegen ein Blue Eyes Deck gespielt, was Danger Blue Eyes war. Und er hat Melody aktiviert. Ich mache Ash Blossom. Er geht minus 1. Okay, war bitter für ihn. Und ich spiele gegen Subterror. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Das wird wehtun. Guru Control. Und dann hat er seinen Danger aktiviert. Diesen neuen Achter Danger. Und ich habe ihn abgeworfen, weil ich ihn getroffen habe in seiner Hand. Und er surrendert. Bestes Duell auf jeden Fall. Aber naja, solche Runden hast du immer mal wieder, ne? Gut, wir spielen gegen Guru Control. Das wird auf jeden Fall lustig, weil ich habe dagegen, glaube ich, bisher noch nicht gespielt, seitdem Guru draußen ist. Oder habe ich schon? Ich glaube nicht. Und wir werden auf jeden Fall aufs Maul kriegen, weil wir spielen fucking Crystal Beast. Das ist halt nicht gerade das beste Deck der Welt. Aber wer weiß, Wunder können passieren. Auf jeden Fall hat er keine Ahnung, was er tut, weil er überlebt eine halbe Stunde. Aber seine Misplays können wir auch gerne für uns nutzen. Vollkommen okay. Was haben wir hier so schön? Wir haben auf jeden Fall ein paar Link-Monster dabei. Und halt ein paar XC-Staples. So, er nimmt sich auf jeden Fall die Stadt. Die ist ziemlich teuer, ne? Finde ich krass eigentlich, ne? Dass so ein Feed-Spell so viel gehen kann. Die Karte braucht einen Reprint. Das Ding ist halt, Guru kam als Common raus. Die Karte geht ein paar Cent. Aber der Feed-Spell geht, glaube ich, so... Ich will gar nicht schätzen. Über 20 Euro vermutlich. Krass. Aber naja, ist auch ein starkes Deck. Von daher ist es eigentlich okay. Das Ding ist halt, Subterror hat eine lange Geschichte hinter sich. Das Thema war die längste Zeit lang ziemlich scheiße eigentlich. Also, ich will nicht sagen scheiße. Es war ein Control-Deck halt und konnte ein bisschen was. Aber halt nicht so viel. Wir können den bouncen eigentlich, ne? Ich möchte mal kurz so machen. Ich will den hier bouncen und den hier bouncen, weil dann hat er dieses Vieh nicht mehr auf seinem Board. Ich glaube, das ist schon mal ganz cool. Weil seine Normals haben ist raus. Genau, Endphase. So wollen wir das haben, alles klar. So macht das Spaß. Dann würde ich sagen, beschwören wir erstmal den Pegasus. Warum hat er keine Backrow oder so? Vielleicht hat er gebrickt, wir wissen es nicht. Wir machen auf jeden Fall hier den Pegasus. Und dann würde ich sagen, adden wir uns irgendwas halbwegs Starkes am besten, ne? Weil wir werden uns gleich Rubin Karfunkel nehmen. Und das ist halbwegs stark, ein neuer Pegasus, würde ich sagen. Ja, wieso nicht? Können wir machen. Zack. Dann können wir damit ein Monster aus unserem Deck specialen, was sehr gut ist. Und fressen wir die Ash Blossom. Uff, okay. Es wäre auch zu einfach gewesen, ja. Wir hätten jetzt damit Rubin Karfunkel specialen können und die hätte die drei gespecialt. Das wären dann vermutlich genug Schaden gewesen. Ich hätte mit Rubin Karfunkel mit den beiden auf Phantom Knight Breaksword gehen können für 2000 Schaden. Ja, hätte gereicht. Oder spiele ich das ja gar nicht? Moment.
Doch, eigentlich schon. Ah ja, genau. Ich bin blöd, ich habe gerade bei den Link-Monstern geguckt. Ja gut. Dann war es das mit meinem Zug leider. Damit kann man sich allerdings auch eine Spell-Trap holen, ne? Genau, perfekt. In Ordnung, dann können wir nächste Runde die Karte normeln und dann quasi, ja, unsere Specials haben für die hier raussuchen quasi. Kann ja auch funktionieren, ich bin gespannt. Wenn wir gegen das Deck gewinnen, wäre es auf jeden Fall ein Wunder. Aber Wunder passieren, Freunde. Vor allem bei Fun-Decks manchmal. Wenn man genug Runden spielt. Wie gesagt, gegen Danger Blue Eyes habe ich auch gewonnen. Aber nur dank Handtrap und dank Glück. Aber reicht ja zum Gewinnen. So, der liebe Guru mal wieder. Ja, ist in Ordnung. Diesmal habe ich nichts gegen dich. Ich meine, der hat ja scheinbar gebrickt, ne? So, damit kann er ihn aufflippen, alles klar. Sucht sich die Falle. Was genau kann die? Schau mal kurz hier in den Block rein. Activate one of these effects. Also, after that, set this card face down instead of sending it to the graveyard. Aha, du kannst das aufflippen. Oder halt wieder verdecken. Dann kannst du... Moment. Ah, okay, du kannst damit verdecken, verstehe. Mhm, okay, ein Push. Okay, und du kannst nicht negiert werden. Also quasi die volle Palette, ich merke schon. Dann würde ich sagen, machen wir Pegasus nochmal. Und die Flip Summon ist auch eine Summon, deswegen darf ich jetzt hier wieder was mehr adden, was sehr cool ist. Und ich würde sagen, ich nehme sogar nochmal hier einen Pegasus, weil wieso nicht? Ist ja lustig. Dann beschwören wir den Crystal Master und aktivieren seinen Effekt. Und nehmen uns, nachdem er reagieren möchte, hast du nochmal was dagegen? Das wäre jetzt ein bisschen bitter so langsam. Ich meine, ich habe nicht erwartet, heute zu gewinnen. Ist okay, aber jetzt wäre es schon ein bisschen bitter, an Handjabs zu verlieren, so krass. Okay, es kommt durch. Wir nehmen uns, würde ich sagen, den Crystal Beacon wieder und specialen uns dann einfach hier aus dem Deck Rubin Karfunkel und können dann... Ja, eigentlich alles specialen, was wir wollen. Das ist schon nicht schlecht. Und zwar, ja, alle Vierer quasi, die wir haben wollen. Oder wir nehmen einfach den hier. Das würde auch gehen. Wobei, Moment. Mhm. Das finde ich gerade ehrlich gesagt fast besser, ne? Lass uns das mal machen. Ich meine, so viel können wir eh nicht tun. Ich könnte jetzt hier swarmen, ne? Aber ich glaube nicht, dass es Game werden würde. Er wird mich irgendwie negieren wahrscheinlich. Oder er hätte noch Handtraps, ich weiß nicht. Aber ich will das mal vorführen. Wir machen das, das, das und das weg. Und schießen sein Board. So, was willst du damit jetzt noch erreichen? Wahrscheinlich nichts. Ja, ja, ist okay. Und tschüss. Und dann specialen wir uns hier einfach den hier und den hier. Und den hier. Kommen dann quasi wieder hier drei Karten in unserer Spell-Trap Zone, was schon mal sehr gut ist. Und könnte es sogar für Game reichen? Wenn ich es richtig angehe, ich muss mal gucken, was ich im Extra-Deck habe, aber ich glaube, es reicht nicht. Egal, was ich tue. Nee, dürfte eigentlich nicht. So, ich darf jetzt nicht durcheinander kommen. Ich würde sagen, ich nehme nochmal Rubin Karfunkel für später, falls ich wieder einen Abler ziehe. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier noch so einen Tiger. Why not? Beziehungsweise, nee, das Mammut, das habe ich noch nicht. Und den Adler. Machen wir es so. Wenn ich später den Rainbow Dragon ziehe, ist es wichtig, verschiedene zu haben. Was kann ich bauen? Nichts allzu krasses. Okay, dann würde ich sagen, rennen wir rein für eine ganze Menge Schaden. Ey, wenn wir das gewinnen, ne? Das wäre mega funny. Wisst ihr, wenn ich jetzt einen fucking Cowboy spielen würde, ne? Wäre schon witzig an sich, aber nee. Habe ich leider nicht. Na gut. Was kann ich specialen, was irgendwie hilfreich wäre? Hilfe, so. Wir können uns einen Tapir bauen. Wäre denkbar. Der liegt schon mal da und behindert ihn so ein bisschen. Ja, komm. Macht mehr Sinn als die anderen Viecher. Hilft vielleicht ein bisschen was. Und du bist dran. Ey, wenn ich das gewinne, ne? Das wäre so lächerlich. Ich habe beim letzten Mal schon 2-0 gewonnen gegen die Randoms mit, was habe ich da gespielt? Maschinenwesen. Aber so kann es kommen. Wisst ihr, manchmal belohnt euch einfach das Spiel dafür, Fun-Decks zu spielen. Was genau machst du? Watcher of the Evil Eye.
Oh, das ist ein neues Thema, oder? Oh Gott, das habe ich ja noch nicht durchgelesen. Lass uns überraschen. Okay, das hat Live-Points gekostet. Und er ist surrendered. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber okay. Ich nehme es so hin, wir haben gewonnen. Ich setze mich normalerweise nur mit OCG auseinander, weil ich halt mich immer nur auf die neuen Karten konzentriere. Wenn ein neues Set rauskommt, dann lese ich mir die Karten durch. Aber na gut. Nehmen wir das so hin. Ich würde sagen, wir sind jetzt gleich in Runde 2. Das war funny. So Leute, Runde 2. Und ich muss sagen, wir haben gerade entweder gegen einen Typen gespielt, der mega gebrickt hat, oder der einfach keine Ahnung hat, was er gespielt hat. Ist es möglich? Ich glaube schon. WTF, egal. Ich hätte wahrscheinlich noch früher auf OTK gehen können, eben, ne? Ich hätte mir, glaube ich, nicht diesen Board Wipe nehmen sollen. Aber hat ja funktioniert, was soll's. So, Maestro, was spielst du denn Schönes? Kann bitte das Duell starten, Dankeschön. Wir haben auf jeden Fall schon mal Ash Blossom, das ist schön. Ich wollte die Karte halt mal nutzen, ne? In der Aufnahme. Ich meine, wenn ich mal das Deck spiele, dann will ich auch hier komplett eskalieren. So, wir spielen gegen Isolde, wer hätte es gedacht? Sehr innovative Deckidee, Kappa. Phantom Skyblaster. Du generierst Tokens, und zwar 2 Stück. Viel Spaß damit. Du bist aber kein Krieger. Sehr schön. Bin mal gespannt, was er jetzt aufbauen möchte. Warum bekommt er keine 2 Tokens? Moment. Up to the number of monsters you control. Bin ich blöd? Er hat doch 2 Monster kontrolliert. Oder zählen nur die Monster, die er bis dahin auf dem Board hatte. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er einen Token bekommen. Er will halt so ein bisschen eine Nightmare-Combo machen, ich merke schon. Wir haben definitiv gleich ein XC-Play. Das ist machbar. Oh, ich spiele gegen Orkust. Ich glaube, wenn ich das jetzt asche, ist sein Zug mehr oder weniger vorbei, ne? Ich glaube, viel kommt da nicht mehr. Habe ich recht? Ich hoffe mal, ich habe richtig predicted. Weil ich wüsste nicht, was er jetzt noch großartig machen kann, es sei denn, der hat noch 1000 Extender. Er muss auf jeden Fall jetzt überlegen. Wir haben auf jeden Fall gleich ein XC-Play, das ist klar. Wir haben nämlich hier Crystal Promise. Und ja, sein Zug ist zu Ende, sehr schön. So wollen wir das sehen. Wir können Crystal Master machen, dann können wir uns eine Zauberkarte raussuchen, was mir genau gar nichts bringt, weil dann habe ich gar nichts mehr auf dem Board. Das ist blöd. Deswegen machen wir das nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach Pegasus und gönnen uns hier ein Monster in der Zone. Das wir dann specialen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir uns einfach hier das Mammut, damit es weg ist, oder? Beziehungsweise, nee, das ist ein guter Beatstick. Nehmen den Vierer, den schwächsten. Einfach nur für den Namen im Grave, für den Rainbow Dragon später eventuell. So. Zack. Und dann töten wir erstmal seine beiden Monster. Und gehen dann, würde ich sagen, auf Tapir. Weil Tapir ist einfach das Dollmonster Nummer 1. Das war doch schon mal sehr solide, Freunde. Ey, wenn wir jetzt wieder gewinnen, was ist denn los? Ich meine, ich spiele nur Fundex aktuell. Im Duellformat. Und krieg trotzdem keinen einzigen Lose. Ich hätte es eigentlich so verdient, ne? Wenn ich so Kackdecks hier spiele. Ich meine, ich liebe das Deck, ne? Aber es ist halt echt schwach. Ich meine, mehr als ein XC-Play pro Runde oder vielleicht mal das Bossmonster, wenn du die Falle ziehst, kriegst du einfach nicht raus, egal was du tust. Besser sind die Support-Karten einfach nicht. Ich meine, schau dich mal die ganzen Crystal Beast-Karten an. Die machen teilweise gar nichts. Diese Karte beispielsweise hier pusht sich um 400 meistens. Wow. Ja, die Karte 2000. Applaus. Und auch das Pegasus-Vieh, ja. Ich meine, es liegt eine Karte in deinem Spell-Trap-Zone. Wenn du keinen Enabler ziehst, kannst du nichts tun damit. Aber hey. So, wir müssen was abhängen. Ich würde sagen, wir hängen einfach den ab. Scheißegal. Und dann machen wir den in Angriffsposition. Beziehungsweise, ich muss überlegen tatsächlich. Was will ich diese Runde tun? Will ich für Beatdown erstmal reinrennen? Ich meine, ich kann mir mit der Bridge was raussuchen, aber was? Wir können uns die Monster Search raussuchen, uns wieder ein Pegasus nehmen, mit Pegasus was reinlegen in die Spell Trap Zone. Ja, das ist langfristig eigentlich kein schlechter Plan, weil wir noch den Master haben. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich mache erstmal so. Und dann aktivieren wir hier die Rainbow Bridge. Und nehmen uns hier Crystal Bond. Die Karte ging zeitweise 20 Euro. Ist es noch so, Crystal Bond?
Ich weiß gar nicht, aber würde mich nicht wundern, weil die Karte echt cool ist und sehr stark in dem Thema hier. So, dann nehmen wir uns auf jeden Fall hier die Karte raus. Und ich würde sagen, hier Rubin Karfunkel für später. Für diverse Plays, die wir vielleicht noch ziehen könnten. Da haben wir gleich ein bisschen mehr Möglichkeiten mit dem Master auch noch. Effekt. Und wir adden uns einfach mal hier das Mammut, würde ich sagen. Die Karte ist leider noch nicht live, aber er hat eh nicht so viel auf dem Board. Und dann würde ich sagen, rennen wir rein für 2100 Schaden im Idealfall. Hat er ein Monster mit 2000 Death? Orkust? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich gehe mir auf Nummer sicher, komm. Bevor wir jetzt irgendwie fast 2000 Schaden müssen. So greedy müssen wir jetzt nicht sein. Okay, Phantom Knight einfach. Ich verstehe schon. Ja gut, die Chance steht jetzt recht groß, dass er einfach irgendwas zieht, Enabler oder so und jetzt ein paar Kombos machen kann. Und dann haben wir verloren, logischerweise. Wir spielen halt, wie gesagt, nur Crystal Beast. Aber naja, mal sehen. Ich bin gerade übrigens gegen mein Mikro gekommen, tut mir leid. Ist ein bisschen nah an meinem Mund gerade irgendwie. Okay. Er bände stehen. Ist kein Wunder. Ich hätte vielleicht den Tab hier noch nicht in Angriffsposition setzen sollen, aber ich kann halt auch nichts machen. Ich meine, ich hätte letztlich einen Draw mehr bekommen, aber er auch. Und dann wären wir vor derselben Situation gestanden. Also ich glaube, so ist es, denke ich, besser. So ist die Chance geringer, dass er jetzt extrem viel spammen kann. Aber es ist logischerweise trotzdem gegeben, ja. Ich meine, ja, Orkus ist stark. Orkus ist auch tatsächlich meta-relevant. Hat Orkus nicht sogar die YCS gewonnen? Ich habe es nur am Rande gehört, weil ich die ganze Zeit für Englisch lerne. Ich habe eine Semesterferienklausur tatsächlich, über einen Ferienkurs. Kann ich eine Klausur nachholen, die ich sonst im Semester schreiben müsste, im zweiten, was ja praktisch ist. Deswegen habe ich mich soweit nicht mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt die letzten Tage, außer halt für die Aufnahmen, die ich machen musste. Aber ich meine, dass Orkus eine der YCSs gewonnen hat, ne? Weil die YCS Düsseldorf hatte ja so viele Teilnehmer, ich glaube 2800 oder so, dass die in zwei YCSs aufgesplittert werden musste. Das ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen, oder? Krass. Heftig. Okay. Er kann aber auch nicht so viel machen, ne? Wenn er jetzt schon seine Backdraw setzt. Gefällt mir. Okay. Das Ding enabled auf jeden Fall weiteren Spam, das weiß ich. Orkus haben wir übrigens auch auf dem Deck-Archive-Kanal. Aber das habe ich nicht selbst gespielt, das hat ein Freund von GoatCookie gespielt für uns. Der sich damit auskennt. Der ist, glaube ich, auch auf der YCS gespielt. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der damit war. Müsste ich eigentlich mal fragen. Wenn wir das Deck schon so vorgestellt haben. Aber der hatte noch ein paar Tech-Choices anders gemacht, als halt bei der Einsendung, die er gemacht hatte. Einfach damit sein Deck nicht so schon im Internet ist. Macht ja auch Sinn. So, was haben wir hier? Der gute Babel. Ist halt der Field-Spell von denen. Ja gut, spam mal ein bisschen, ich kann eh nicht interagieren. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie gleich auf vier Materialien in der Spell-Trap-Zone kommen, damit ich nochmal hier den Field-Spell, den Board-Wipe aktivieren kann. Crystal Abundance, das wäre mega witzig. Aber wer weiß, vielleicht werden wir jetzt auch rote Karte oder sonst was. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, die Aufnahme wird heute mal wieder ziemlich lang. Aber wer konnte ahnen, dass wir zweimal eine Siegeschance haben gegen Meta-Decks? Okay. Orchestrator. Das liegt drei Monster. Ich finde es halt schade, dass Crystal Beast nicht mehr Support bekommt, weil ganz ehrlich... Ich meine, wenn die ganzen Themenkarten schlecht sind, dann macht es auch keinen Sinn, 20 weitere Search-Karten für die schlechten Karten rauszubringen. Die bleiben schlecht. Und wenn du die Falle nicht ziehst, kommst du nicht an deine Bossmonster bzw. an halt den Overdragon. Und das ist dann auch nicht impressive. Okay, das war es scheinbar schon, was er machen kann. Wieso ist er nicht in die Battle-Phase gegangen? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Aber okay, ich muss gerade mal nachdenken, wie können wir es am cleversten schaffen, dass wir ein OTK hinbekommen? Wenn ich mir die Special Summon aus dem Deck suchen würde, würde ich Mammut so aufs Board bekommen und zwei Rubin Karfunkel quasi, die aber nicht mehr so viel machen würden. Ah, es ist knifflig. Ich muss auf jeden Fall ihn hier normeln, das ist klar. Egal, für was ich mich entscheide. So, kommt das überhaupt durch? Fragen wir mal so. Okay, es kommt durch.
Da muss ich mich jetzt entscheiden. Das Ding ist, die Fallenkarte könnte man sich nehmen. Das wäre aber ein sehr defensives Play. Das will ich eigentlich nicht tun. Das könnte man machen. Special Summon aus dem Deck. Was machst du? Du bist schlecht. Wobei, Moment. Du bist gut. Dich gibt's ja auch noch. Oh Gott, okay. Ich habe schon zwei Monster im Grave, ne? Mich gerade nicht alles täuscht. An die habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Oh cool, dass die existiert. Okay, dann nehmen wir uns die. Ich habe hier schon zwei Monster drin, oder? Wenn nicht, wäre es jetzt bitter. Ja, muss ich ja, wegen dem Tarp hier. Genau. Sehr schön, okay. Dann machen wir so. Und adden uns das hier und das hier in die Spell Trap Zone. Gott sei Dank existiert diese Supportkarte, WTF. Das darf nicht negiert werden, Freunde. Okay. Hast du Schutzeffekte? This linked card cannot be destroyed by card effects. Du bist aber nicht gelinkt, ne? Okay. Das heißt, wir werden sein Board sprengen, beziehungsweise generell das Board sprengen. Und dann bekommen wir das hier und das hier. Zack, zack und zack. Und das hier. Zack, zack. Und nehmen uns wieder hier Rubin Karfunkel einmal raus für potenzielle Plays. Und ich würde sagen, ein Tiger. Und dann haben wir jetzt hier 3600. Ja, genug Schaden auf dem Board und er surrendert. Schade, dass er nicht drin geblieben ist. Man hätte drin bleiben können. Ich meine, komm. Du wurdest gerade von Crystal Beast zerstört. Das war schon witzig. Wir haben heute gegen Guru Control mit ein bisschen komischem Deckbau scheinbar. Oder Brick oder wie auch immer, was da passiert ist, gewonnen. Und dann fair gegen sein Deck hier. Das ist schon sehr cool. Warum zur Hölle läuft mein Zeitlimit ab? Geiler Bug auf jeden Fall. Ich warte kurz, was passiert, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Wahrscheinlich gar nichts. Okay. War scheinbar nur ein Glitch. Okay. Ja. Wie gesagt, das Profile zu dem Deck hier ist schon in der Beschreibung verlinkt. Ganz oben, würde ich sagen. Beziehungsweise unter Lottie Cards. Dritter Link in der Beschreibung, glaube ich, genau. Und auch jetzt hier in der Endcard einfach. Und dann könnt ihr da mal reinschauen. Ich muss sagen, das Deck ist schon ziemlich cool, aber es ist halt nicht stark. Es ist halt nur Crystal Beast. Aber scheinbar ist es metafähig, weil wir haben zweimal gegen Metadecks gewonnen. Damit hätte ich auf der YCS antreten sollen. Ich wäre safe in die Tops gekommen. Naja, schade, zu spät. Bis bald. Tschüss.